So, Legend of Kay, willkommen zurück zu einem weiteren Part. Tja, beim letzten Mal haben wir einen Bosskampf gemacht, den aber leider nicht dann mehr geschafft, weil wir dann wohl einen Hinterhalt geritten, beziehungsweise wir wurden angegriffen von einer riesigen Schlange. Triggert man die eigentlich? Wie triggert man die Schlange eigentlich? Gute Frage, wie triggert man die? Ach so. Ach so, triggert man die. So schwer scheint die wirklich nicht zu sein. Das Einzige, was nervig werden könnte bei der Schlange, ist ihre Säure. Genau das nämlich. So, da ist schon Phase 2. Ich glaube, jetzt muss ich ein bisschen schneller sein. Ah, da wollte sie mich ein bisschen verarschen, die Schlange. Gerade noch so. Na komm, die ist wirklich nicht schwer. Okay, vorm Kopf muss ich aufpassen. Boah, ich sag nie wieder, dass irgendwas nicht schwer ist. Ich sag nie wieder, dass irgendwas nicht schwer ist. Ich brauche Energie. Aber ich kann da nicht hin. Oh, weg da, weg da, weg da. Ein Treffer vom Kopf oder was anderem schlimm und ich bin so gut wie hin. Ja, das darf auch nicht passieren. Ah, fuck, der Kombos alle. Verdammt, das war zu spät.
Ja, und das war's. Mann. Aber ich hatte sie ganz gut im Griff. Ich hatte sie schon ganz gut im Griff. Okay. Kletter die Leiter hoch. Ja, ich brauche die Kombos von euch, deswegen muss ich euch leider niedermachen. Ja, es gehen nur drei Treffer jeweils. Okay, wenn sie brüllt, dann greift sie an. Ah, verdammt, so unnötig. So. Jetzt wieder die Kombos auffüllen. Ah, verdammt, ich muss aufpassen, wenn sie das. Ich muss auf ihr Brüllen aufpassen. Ich muss hier schon ein bisschen Multitasking machen. Ich muss hier auf mehrere Sachen gleich aufpassen. Auf das zum Beispiel auch. Na, da hat sie mich wunderbar verarscht jetzt. So, jetzt ist die Hälfte weg. Das war ein schlechter Moment, um anzugreifen. Kommt schon, Songs. Verdammt, wieder im falschen Moment. Ich darf mich vom Kopf nicht treffen lassen. Genau reingesprungen, super. Ich kann mich höchstens noch einmal treffen lassen. Ja, wunderbar. Mann, das kann ich euch ja vergessen. Obwohl ein Treffer noch.
bisschen ruhig. Nein! Scheiße! Ernsthaft, wenn's in dem Part nicht klappt mit dem Bosskampf, dann mache ich das mit der Rüstung nochmal. Dann lade ich neu. Dann. Keine Ahnung. Lass mich doch von der Schlange nicht trollen. So eine Seeschlange. So weit kommt's ja noch. Möglichst in Bewegung bleiben. Ja, so viel dazu. Okay. Irgendwie ist gerade. Ihr Angriff weggeglitscht worden. Okay, greif bitte richtig an. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ich darf die Songs erst dann. Oder ich sollte die Songs besser erst dann angreifen, wenn. Zeit dafür die beste auch ist. Und immer den Kombo-Balken oben halten. Immer schön den Kombo-Balken oben halten. Ah, fuck, das wollte ich nicht. Stirn hat mich noch getroffen. Okay, ich glaube noch zwei Folgetreffer muss ich leisten. Dann hätte ich sie. Ja, das konnte ich natürlich jetzt wunderbar auch nicht sehen. Boah, ich sehe schon kommen, dass ich es mit Rüstung das mache. Ich krieg auch kein Fitzel Energie. So, danke. Gott sei Dank ohne Rüstung. Ja, ich musste gerade ein bisschen still sein, weil ich mich ja konzentrieren musste. Denn, ja, ich wollte diesen Kampf jetzt nicht. Ja, sorry, wenn ich gerade ein bisschen wenig gesagt habe, aber manchmal muss man sich einfach konzentrieren. Nee.
Hallo ist bereit auszubrechen. Die heilige Lava durch das Maul des Drachen fließt, sind wir. Bist du unbesiegbar? Wir haben viel kostbare Zeit vergeudet für dieses Monstrum. Wenn es schief geht, Alchemist, wirst du dich vor dem Gesetz der Gorillas verantworten. Wie soll es schief gehen? Wen steht uns bei? Oder habt ihr Primaten den primitiven Glauben an die Mächte des Schattens bereits abgelegt? Din ist alles. Alles ist Din. Bringt die 1000 Jahre des Din. Dann haben wir nichts zu befürchten. Schon liegt ein Verdacht ausgezeichnet. Da liegt kein Verdacht. Perfekt. Okay, beide sabotieren sich gegenseitig. Sind ja tolle Verbündete. Kameraden, großartig. Jetzt sind wir endlich an diesem riesigen Strand und niemand weiß, was als nächstes zu tun ist. Heilige Vorfahren, verschont mich mit sowas. Kameraden, es ist ein wirklich riesiger Strand mit so vielen schönen Palmen, Felsen und Sand. Mir gefällt es hier. Ich dachte, wir wollten Tag aufhalten und nicht einen Ausflug in die Natur machen. Bleib bei der Sache, Kumpel. Kameraden, lasst uns nach Hinweisen suchen. Schlagt ihr nicht Wurzeln, sondern seht euch mal bei den Felsen da drüben um. Sir, Agenten zufolge soll es von hier einen Pfad zum Hafen geben. Und nur über diesen Weg soll man zum Vulkan kommen. Okay, damit sind wir also auf Valo angelangt. Jetzt fehlt mir bloß noch eine Laterne, wo ich abspeichern kann. Dann ist alles perfekt. Da ich nämlich sowieso für heute Schluss machen will, beziehungsweise es ist gerade der letzte Part, den ich heute produziere. Der Part wird also bei der nächsten Laterne dann zu Ende gehen. Da sind die Krabben. Ah, da fallen mir jetzt schöne Insider ein, aber... Nee. Das passt hier nicht rein. Was haben wir hier Schönes? Münzen. Ich habe lange Zeit keinen Herzcontainer mehr gesehen, aber ich sehe gerade was anderes. Und zwar eine Speicherlaterne. Gut, beim nächsten Mal bei The Legend of Kay würde ich meinen, gucken wir uns auf dem Strand von Valo etwas näher um. Also bis dann, Leute. Ciao.